herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder auch ganz neu mit dabei bist. Ich möchte an dieser Stelle aus aktuellem Anlass etwas kommentieren, nämlich wir hatten ja in Deutschland jetzt am letzten Wochenende diese Hessenwahl und danach ist das eingetreten, was manche schon vorher sich gedacht haben. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland hat angekündigt, dass sie nicht mehr ihre Partei führen will. Und ich erlebe es ja auch in meinen Kommentaren, auch im Chat, wie viel auf diesem Mensch, auf dieser Frau, auf dieser Person herumgeritten wird, wie viel Hass über sie geschüttet wird. Es gibt auch fanatische Menschen, die sie lieben, die sie mögen, die sie gut finden. Und was bedeutet Angela Merkel hier als Beispiel für uns? Eine Bundeskanzlerin, die jetzt schon Jahre regiert und von der man sicherlich sagen kann, dass sie eine Machtperson ist und dass sie es geschafft hat. Denn dazu muss man eine Fähigkeit haben, so lange an der Macht zu bleiben. Und ich will hier gar nichts bewerten, sondern ich will vor allen Dingen auf eines hinweisen. Dieses Deutschland, das wir heute haben, diese Bundesrepublik Deutschland, von denen ja viele behaupten, dass sie nur eine Firma wäre, dass wir immer noch besetztes Gebiet sind, dass wir keine Verfassung haben und so weiter. Das sind ja Themen, die brodeln in unserem Deutschland, ganz gewaltig. Und das ist auch ein Thema, was ich irgendwann einmal klären muss, ganz dringend klären muss, damit Klarheit hereinkommt in diese Geschichte. Und ich kann mir wünschen, dass das deutsche Volk oder die Bürger Deutschlands das mit der Zeit klären werden, dass das wirklich ans Tageslicht kommt, wer und was wir sind. Denn auch hier ist die Wahrheit angesagt, auch über die Vergangenheit. Ich habe in meinen Vorträgen darauf hingewiesen, dass die Geschichte über den Ersten Weltkrieg natürlich von den Siegern geschrieben wurde, dass hier eine Manipulation ganz gewaltiger Größenordnung stattgefunden hat und dass man in der Schule das immer noch nicht lernt. Und es wird über den Zweiten Weltkrieg was Ähnliches herauskommen. Das dauert vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre, obwohl schon genug geschrieben ist. Also die Deutschen müssen in ihrer Geschichte Klarheit schaffen. Im Moment ist das schwierig, weil das Traumata der Deutschen hier drüber hängt und die Deutschen ja mal grundsätzlich die Bösen sind aufgrund der Erfahrung im Dritten Reich. Also da gilt es etwas aufzuarbeiten und deshalb ist die Situation auch so emotional. Und es wird auch Frau Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, unglaublich viel Hass ausgeschüttet. Und jetzt bitte will ich euch daran erinnern, dieses Land, Bundesrepublik Deutschland, hat über 80 Millionen Einwohner. Und es gibt immer nur einen Menschen, der die Aufgabe hat, als Kanzler oder Kanzlerin diese Aufgabe zu übernehmen und in der Verantwortung für diese Nation, das Volk, wie wollen wir sagen, zu leiten, zu führen, zu verwalten, ist ja die Frage, wie man das tut. Und bitte versetzt euch einmal in die Situation eines solchen Menschen und fragt euch selbst, will ich das tun? Kann ich das tun? Und wenn ich es tun würde, wäre ich denn in der Lage und was würde ich denn tun? Wie würde ich denn damit umgehen, wenn jeden Tag Millionen von Menschen wörtlich über Worte und Schrift Hass über mich auskippen? Versucht doch einmal euch in die Situation der Frau Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, zu versetzen. Wer will denn wirklich bewerten, wie gut oder wie schlecht sie ist, wie gut sie für Deutschland gearbeitet hat und wie schlecht? Wir haben doch alle persönliche Meinungen, wir haben doch alle Ideologien, wir haben alle Emotionen, Sympathien und Antipathien. Und gerade das, was ja ich in dem Kanal vermitteln will, ist raus aus dem Hass, raus aus der Verurteilung, raus aus der Verurteilung, raus aus der Verurteilung. Richtet nicht auf das, ihr nicht gerichtet werdet. Schau zuerst den Balken in deinem eigenen Auge an und nicht den Splitter in deines Bruders Auge. Das ist Christentum, das ist Bewusstsein, das ist Selbstreflexion, das ist Selbstehrlichkeit. Und das ist das, was ich in dem Video im Crashkurs gesagt habe über Michael. Michaelisches Denken, das vage Denken. Raus aus der Verurteilung, raus aus der Schale, raus aus der anderen Schale. Begreif doch, dass wir alle manipuliert werden sollen, ständig den anderen zu hassen, den anderen gegen ihn zu hetzen. Und das gilt für die Linke wie für die Rechte. Es wird gehetzt gegen die AfD und es wird gehetzt gegen die Linke und da wird gehetzt und da wird gehetzt.
Leute, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Jeder Kluge in der Verschwörungswelt weiß es doch. Divide et impera. Trenne und herrsche. Teile und herrsche. Ja, was passiert denn dauernd? Wir werden dauernd geteilt und getrennt. Man versucht uns zu teilen und zu trennen und wir fallen darauf rein. Und wir kippen Kübel von Hass auf Angela Merkel, ohne dass wir uns jemals ein gesundes Urteil gebildet haben. Und das ist überhaupt nicht einfach. Ja, und ich will weder Plus noch Minus für Angela Merkel sprechen, sondern nur darauf hinweisen, dass da ein Mensch ist, der die Verantwortung übernommen hat für das deutsche Volk oder für die deutsche Nation. Sie hat einfach die Verantwortung übernommen und sie wird Rechenschaft ablegen müssen. Und was sie 2015 gemacht hat, hat sicher viel, viel Leid mit über dieses Volk oder diese Nation gebracht. Es hat aber auch viel anderes gebracht. Wer will das denn beurteilen? Und wir sehen, dass etwas uns zugemutet wurde hier, wo man völlig berechtigt sagen kann, das geht so nicht. Man kann nicht von Millionen von jungen orientalischen Männern hier rüberbringen und zulassen, dass sie hier reinkommen mit sehr viel Testosteron und zu glauben, das würden wir schon alles gut gehen und wir schaffen das schon. Das geht so nicht, das ist völlig klar. Und wir sehen die Konsequenzen mit Vergewaltigungen und so. Und auch unsere Bundeskanzlerin wird dafür Rechenschaft ablegen müssen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verurteilen. Es ist nicht unser Recht, sie zu verurteilen. Erst müssen wir lernen, gesund zu urteilen und dann zu schauen, ja, brauchen wir jemand anders? Wählen wir jemand anders? Engagiere ich mich selber? Immer nur zu jammern, zu verurteilen, zu schimpfen, ist, bitte liebe Leute, keine Lösung. Selber besser machen, dazu beitragen, dass es besser wird. Und da noch einmal der Gedanke, den ich in anderen Videos auch aufgezeigt habe. Wann wird denn die Welt besser? Fragt doch mal euch, stellt euch diese Frage. Wann wird die Welt eigentlich besser? Wenn es einen neuen Kanzler gibt, wer sagt, dass das besser wird? Wann machst du die Welt besser? Wer soll denn die Welt besser machen als jeder Einzelne von uns? Erwartet doch nicht, dass der Kanzler oder die Kanzlerin die Welt für dich besser macht. In dem Moment, wo du das erwartest, gibst du deine Lebensverantwortung ab. Und das ist das Schlimme an unserer heutigen politischen Diskussion. Da wird immer gegen gearbeitet, diskutiert, geschimpft. Und das ist überhaupt keine Lösung, sondern die Frage ist, was kann ich tun, damit die Welt besser wird? Das mit dem Plastik ist eine Sache, aber das ist nicht das Wesentliche. Das, was die Welt besser macht, ist das Streben nach Wahrheit. Das Einzige, was die Welt besser macht, sind Wahrheiten und das Handeln nach Wahrheiten. Und diese Diskussion, die ich schon angestoßen habe mit Klimawandel und Verschwörungstheorien und so weiter. Erstmal die Frage zu stellen, ist der Menschenwandel, der Klimawandel wirklich der Menschenwandel? Der Klimawandel wirklich menschengemacht? Oder wird uns etwas einsuggeriert? Haben wir wirklich das geprüft, liebe Linke, liebe Grüne, liebe engagierte Ökologen? Habt ihr das wirklich geprüft? So wie ich aufgezeigt habe mit dem Video über die Verschwörungsgeschichten. Wie stark die Geheimbünde und Geheimorganisationen dafür sorgen, dass die Welt manipuliert wird. Fangt an zu fragen, was die Wahrheit ist. Dann wird die Welt besser. Und dann kriegen wir auch bessere Politiker und Politikerinnen. Dann, wenn wir besser werden. Jedes Volk, heißt in den alten Schriften, kriegt die Regierung, die es verdient. In dem Moment, wo wir besser werden, kriegen wir eine bessere Regierung. Also hört auf, und das ist der Appell an alle, die diesen Kanal abonnieren, zuhören, hört auf, Frau Merkel zu verurteilen. Hört auf, andere Menschen zu verurteilen. Fangt an eurem eigenen Balken zu arbeiten und den zu beseitigen und gesundes Urteilen zu lernen in Wahrheit. Und ruhig einmal wertschätzen, dass ein Mensch überhaupt da ist, der diesen Job macht. Denn diesen Job zu machen, in dieser Welt, in dieser Machtstruktur gegenüber Amerika, Russland, der Welt, da musst du erst einmal die Bereitschaft erklären, das zu tun. Und das sollte man erst einmal wertschätzen. Und dann kann man schauen, wie man eine Regierung unterstützt oder sie auch herausfordert, etwas zu verändern, weil man nicht einverstanden ist. Aber das Verurteilen, der Hass und all diese Dinge, das ist völlig unangebracht. Und das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen, weil das so wichtig ist und das eben aus aktuellem Anlass. Hört auf zu verurteilen.
Lernt das Lieben, indem ihr nach Wahrheit strebt. Macht euch erstmal frei in eurem Urteil. Hört auf mit Emotionen und Hass und Sympathie und Antipathie. Lernt, gesund zu urteilen. Hört auf zu verurteilen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du den weiteren Videos folgst, wo es auch um etwas sehr Persönliches geht und auch diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, dein Axel.